Bernd, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu deinem 50. Geburtstag. Unentschieden, ein Punkt. Angesichts des Spiels war es sicherlich nicht das Geschenk, über das du dich gefreut hättest. Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Aber ja, klar, wenn man den Spielverlauf gesehen hat, kann man über den Punkt gewinnen, sich nicht so richtig freuen. Ich denke, selten ein Spiel gesehen mit so vielen Chancen, wie man gehabt hat. Aber viele Sachen gut gemacht und richtig gemacht. Und das ist vielleicht das auch Positive, aber der Torabschluss war halt schon teilweise mangelhaft. Zu dem Spiel und drumherum will ich ansonsten keine Worte verlieren. Wer da mehr wissen möchte, kann sich die PK anschauen. Aber deine Sicht auf die Wintervorbereitung als Vorstand? Ich denke, wir haben die Wintervorbereitung gut hingebracht. Wir haben alles bei uns auf dem Gelände trainieren können. Zweimal oder dreimal war es für schwierig ein bisschen, aber in den Platzverhältnissen. Aber ja, für den Winter war es okay. Bei den Neuverpflichtungen, wie ist das abgelaufen und was für Ziele hat man da verfolgt? Ja gut, wir haben gesagt, wir wollen Spieler, aber wir auch mit Torgefahr arbeiten und ich denke, wir haben die drei Neuzugänge, aber ja heute zwei von Anfang an gespielt. Ich glaube, die haben ihre Sache ganz gut gemacht mit den zwei und auch mit dem Kevin Feger, wo jetzt nicht zum Einsatz gekommen ist, denke mal, dass wir einen Spieler bekommen haben, der uns auch weiterbringen kann. Jetzt ist der Nico verletzt ausgewechselt worden. Ist es was Größeres? Ja, ich hoffe, dass es beim Nico nur eine Muskelverhärtung ist und kein Faser ist. Müssen wir mal die Woche abwarten. Aber es wäre natürlich schlecht, wenn es etwas länger wäre. Aber ich denke vielleicht, dass es nur Verhärtung sein kann. Jetzt gab es auch Abgänge. Jesper Brechtl, Klaus Bückle und Thomas Kahn. Kannst du zu diesen etwas mehr erläutern? Ja, das ist ganz einfach. Der Thomas Kahn ist schon über dreiviertel Jahr verletzt. Wir waren zusammen gesessen im Gespräch und haben gesagt, er soll sich jetzt mal ausgeruht, wir tun jetzt mal den Vertrag stilllegen vorläufig und wenn er im Sommer vielleicht wieder soweit wäre, dass er dann wieder mal probieren kann, ob es überhaupt noch möglich ist mit seiner Verletzung und in dieser Oberliga zu spielen. Und die zwei anderen, der Klaus Bückle und Jesper Brechtl, es waren rein berufsbedingte, die haben die Möglichkeit beruflich eine andere Situationen bekommen, wo sie eine Chance haben, beruflich da Fuß zu fassen und da muss man sagen, das war okay, deswegen haben wir auch die Freigabe erteilt, weil wir sind ja ein Verein, wo wir auch Wert drauf legen, nicht nur auf den Fußball, sondern dass auch das berufliche Bild stimmt. Ja, jetzt ist die Lage immer noch kritisch, man ist immer noch auf den Abstiegsrängen. Wie siehst du die Lage? Ja, die Lage ist ernst, ganz klar, aber ich denke, man muss das Positive heute rausziehen. Wir haben für die Platzverhältnisse ein gutes Spiel gemacht und ich habe das Vertrauen in die Mannschaft. Wir haben die Qualität und ich bin total überzeugt davon, dass wir nicht absteigen werden. Bernd, ich danke dir vielmals für das Interview, wünsche dir viel Glück und frohes Geburtstagsfeiern. Ja, vielen Dank.